Hallo und willkommen zurück zum Arbeitsblatt Vektorrechnung im Raum. Heute wollen wir uns ansehen, wie wir mit Vektoren im R3 rechnen können. Prinzipiell funktioniert es gleich wie bei Vektoren in der Ebene, bis auf das, dass wir nun noch eine dritte Komponente beachten müssen. Beginnen wir gleich mal bei der Addition von Vektoren. Das funktioniert komponentenweise. Das heißt also, wir addieren die ersten Komponenten von Vektor v und w miteinander, die zweiten Komponenten und die dritten Komponenten. Schauen wir uns das gleich bei einem Beispiel an. Wir haben hier gegeben den Vektor v mit 3, 1, 1 und w mit minus 2, 1 und 3. Diese beiden wollen wir nun addieren. Das heißt, den Vektor 3, 1, 1 plus minus 2, 1, 3. Das schreiben wir gleich komponentenweise um. Das heißt, erste Komponente von v, also 3 plus erste Komponente von w, minus 2. Das gleiche mit den zweiten Komponenten, das heißt also 1 plus 1 und mit den dritten Komponenten, 1 plus 3. Das Ganze ergibt einen Vektor 1, 2 und 4. Als nächstes wollen wir uns die Multiplikation mit einem Skalar anschauen. Wir haben hier wieder unsere komponentenweise Berechnung, das heißt, den Skalar R multipliziere ich mit allen drei Komponenten von V. Das Ganze schauen wir uns gleich wieder mit dem Beispiel an und haben hier zusätzlich noch einen Skalar mit R gleich 2 gegeben. Ich multipliziere also diesen Skalar R mit meinem Vektor V, was mir ergibt 2 mal 3, 1, 1, das Ganze komponentenweise umgeschrieben. Das heißt also, ich multipliziere alle drei Komponenten mit meinem Skalar 2 und als Ergebnis bekomme ich wieder einen Vektor mit den Koordinaten 6, 2, 2. Als nächstes schauen wir uns den Gegenvektor eines Vektors an. Dieser entspricht eigentlich demselben Vektor v. Der einzige Unterschied ist, dass er entgegengesetzt orientiert ist. Wir müssen also lediglich die Vorzeichen umdrehen. Wir schauen uns das wieder beim Beispiel an mit unseren gegebenen Vektoren v und w. Der Gegenvektor von v, also minus v, entspricht minus 3, minus 1 und minus 1. Ihr seht also, ich habe lediglich überall bei diesen Komponenten ein Minus davor gesetzt. Schauen wir uns das Ganze nochmal beim Vektor w an. Auch hier, wenn ich den entgegengesetzt orientierten beziehungsweise den Gegenvektor von w haben möchte, setze ich wieder überall vor den Komponenten ein Minus. Das ergibt mir also den Vektor 2, minus 1 und minus 3. Schauen wir uns nun als letztes die Subtraktion von Vektoren an. Auch hier funktioniert das Ganze wieder komponentenweise. Ich ziehe einfach die erste Komponente von w von der ersten Komponente von v ab. Das gleiche mit den zweiten Komponenten und mit den dritten Komponenten. Wir gehen wieder zu unserem Beispiel mit unseren gegebenen Vektoren v und w. Ich will den Vektor w vom Vektor v abziehen, setze also die Komponenten ein, das heißt erste Komponente von v minus erste Komponente von w, zweite Komponente von v minus zweite Komponente von w, und dritte Komponente von v minus dritte Komponente von w ergibt mir als Ergebnis wieder einen Vektor mit den Koordinaten 5, 0 und minus 2.